So, herzlich willkommen zur US-Vorbörse und wir springen gleich nach Frankfurt zu meinem Kollegen Patrick Duane. Der hat hoffentlich ein paar Nachrichten im Gepäck, denn bei uns ist so ziemlich tote Hose hier an der Wall Street. Also wie sieht's aus bei euch? Ja, insgesamt haben wir so ein bisschen Zahlen bekommen, Martin. Tatsächlich, nachdem wir ja gestern Covestro schon gesehen haben, war es heute BASF. Die Zahlen waren irgendwie eigentlich auf den ersten Blick ähnlich wie bei Covestro. Die haben im vierten Quartal also richtig gelitten. Aber der Ausblick war besser und man kommt weiter voran in Sachen Konzernumbau. Man hat ja schon von Bayer das ein oder andere aus dem Bereich Saatgut übernehmen können. Jetzt will man noch in der Pigmentsparte Geschäft abbauen. Das hätte dann nochmal so ein Erlöspotenzial von 1 Milliarde Euro. Insgesamt kommt das bei den Aktionären zusätzlich zu der angehobenen Dividende von 3,10 € auf 3,20 € besser an und dass man vor allen Dingen im zweiten Halbjahr laut CEO des Unternehmens weiter positiv unterwegs ist. Dementsprechend ist die Aktie auch stärkster Titel. Es ging sogar teilweise bis 4,5% nach oben, jetzt aktuell noch 3,2% im Plus die Aktie. Also da werden Zahlen ganz unterschiedlich aufgefasst. Interessant. Insgesamt der Markt immer noch um die 11.500-Punkte-Marke unterwegs, wie wir sehen. 0,2% Schwäche, aber das ist im Umfeld dessen, was wir gesehen haben, nach zwei starken Wochen wirklich alles andere als besorgniserregend. Eine kleine Verschnaufpause, die der DAX einlegt. Es geht jetzt darum, beim Brexit vor allen Dingen, wird Theresa May es tatsächlich machen, dass man das Brexit-Datum verschiebt vom 29. März. Es gibt jetzt morgen andere Abstimmungen. Jetzt wird der Druck auch auf sie wieder größer und nicht nur, dass sie ihre Prämienmeilen dann endlich mal auflöst fürs Parlament oder so, sondern tatsächlich, dass sie mal ins Handeln kommt. Das ist das eine. Und dass man tatsächlich unter Umständen, und Labour-Chef Corbyn hat es angedeutet, den Weg vielleicht sogar für ein zweites Referendum freimacht. Diese Ungewissheit ist das, was jetzt gespielt wird. Und wir können diese Woche auf jeden Fall noch in Sachen Spannung abwarten. Baubeginne gab es dann auch noch von der konjunkturellen Seite. Die sind stark gefallen im Dezember. Aber die Baugenehmigungen, die sind überraschend stark gestiegen. Und damit vielen Dank nach Frankfurt. Und wir kommen an die Wall Street. Ja, genau. Ich habe es ja gerade schon gesagt, so richtig ist da nichts. Und wir wollen auch gar nicht mehr draus machen. Schauen Sie sich den Dow, schauen Sie sich den S&P, schauen Sie sich den Nasdaq-Index an. Und dann werden Sie sehen, wir sind natürlich schon relativ gut gelaufen in den vergangenen Wochen. Seit Heiligabend ging es kräftig eben nach oben, beziehungsweise seit dem Jahreswechsel ging es kräftig nach oben. Und irgendwann geht dann einfach mal die Puste kurzfristig aus. Und dann wurden jetzt auch verschiedene Widerstandsmarken angelaufen. Da geht es eben nicht im ersten Schritt drüber hinaus. Also das wollen wir gar nicht aufbauschen. Die Aktienmärkte in den USA momentan eben eher in der in der Ruhephase, vielleicht bevor sie einfach neue Kraft sammeln. So, jetzt haben wir Home Depot dabei, die brauchen keine neue Kraft, weil die haben wirklich nicht so tolle Zahlen gemeldet. Der Gewinn ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben, 209 statt 216, die erwartet wurden. Die Dividende um rund 30% angehoben und gleichzeitig hat der Konzern ein neues Aktienrückkaufprogramm über 15 Milliarden Dollar angekündigt. Das kann nicht verhindern, dass die Aktie jetzt doch deutlicher ins Minus rutscht und dann, wie gesagt, auch auf den Dow Jones letztendlich drückt. Dazu kam auch noch eine Abstufung für Caterpillar, ebenfalls ein Dow-Wert und wie gesagt, damit auch unter Druck geraten und das erklärt jetzt auch ein bisschen, weshalb wir uns da nach unten bewegen. Aber alles nicht so dramatisch, genauso wenig wie das, was wir momentan bei Tesla sehen. Jetzt ist Elon Musk mit seiner Tweeterei offensichtlich wieder ins Fadenkreuz der SEC geraten. Er soll gegen die Abmachung, die man ja getroffen hatte, nach seinen ersten Ausfällen verstoßen haben. Nun ja, sei es drum. Spannend ist das deshalb, weil, wenn Sie sich das anschauen, Sie haben ein absteigendes Dreieck hier. Also das ist jetzt ein bisschen was für Charttechniker. Wir haben absteigendes, Sie haben diese Abwärtsbewegung, die immer wieder aufgefangen wird auf der gleichen horizontalen Marke. So, und das Ganze formiert so ein fallendes Dreieck, das dann aufgelöst werden wird vermutlich irgendwann. Da in diesem Bereich hier 289, 285 dürften jede Menge Anleger bereits auf der Lauer legen. Und zwar entweder für Long, weil sich eben abzeichnet, dass diese Unterstützung hält, oder auf der Gegenseite, dass sie dann damit rechnen, dass sie ein Verkaufssignal bekommen. Das könnte dann relativ üppig ausfallen, wenn sie hier von den oberen Punkten bei 370 etwa ausgehen oder dann meinetwegen auch von dieser 350er Marke. Dann könnte also ein Knall relativ laut erfolgen in die eine oder andere Richtung, da es fällt, tendenziell eher negativ das Ganze zu bewerten, zumal immer die Hochs, wie gesagt, immer niedriger ausgefallen sind und in den letzten Tagen hat die Aktie wirklich peu à peu an Dampf verloren und da gab es auch keine großartige Gegenbewegung mehr. Also für mich sieht es momentan eher danach aus, dass es jetzt erstmal nach unten gehen könnte und dann muss man schauen, es kommt immer drauf an bei Tesla,
Sie mögen das oder sie mögen, also sie mögen die Autos oder sie mögen die Autos eben nicht. Sie mögen das Unternehmen oder sie mögen es eben nicht. Da gibt es keine zwei Meinungen und dazwischen gibt es schon dreimal nichts. So also schwarz oder weiß, können Sie sich überlegen, wie Sie sind. Wenn es nach unten geht, dürfte es erstmal etwas röter, ja, etwas tiefer rot werden, um es so auszudrücken. Amazon, mehr oder weniger das Gleiche. Ja, also auf einem anderen Niveau natürlich und vor allen Dingen diese Seitwärtsbewegung, es gibt so wenig Impulse momentan, als dass sich die Aktie großartig bewegen lassen würde. Diejenigen, die drin sein wollen, die sind nun mal drin und alle anderen, die vielleicht an der Seitenlinie stehen und drauf warten, ach naja, vielleicht nehmen wir noch ein paar Amazon mit ins Depot, die werden vermutlich jetzt abwarten, wie der Kampf mit der 200-Tage-Linie ausgeht und vorher ihr Pulver trocken halten. Tja, ich brauche mich da nicht mehr hinklicken. Es war der Wink mit dem Zaunpfahl, den ich gerade von der Regie offensichtlich bekommen habe. Aber sei es drum, da müssen wir jetzt nicht großartig weitermachen. Doch, ich höre gerade, wir haben ja noch ein paar Charts. Also gut, ich habe es Ihnen eingezeichnet. Dann schauen wir uns den nächsten Chart an. Alibaba, jetzt minus 1,8%. Auch das keine große Überraschung. Wenn Ihnen jetzt gesagt wird, ja, die Leute wollen Details haben und meine Güte, es ist doch genau das. Donald Trump hat das gemacht, was er immer macht. Er posaunt irgendwas raus, Details gibt es dann irgendwann von irgendeiner Seite. Aber das ist nun mal nicht seine Stärke. Wenn man das Ganze jetzt daran festmacht und sagt, ah, die Märkte kippen nach unten, weil die Details fehlen, ach Quatsch. Ja, also hier haben Sie die 200-Tage-Linie, da ist die Aktie nochmal abgehoben. Sie hatten ein schönes Kaufsignal und Sie haben dann auch die entsprechenden Impulse gehabt durch die Verschiebung der Strafzölle, die eben nicht angehoben werden, Anfang März. Dann ging es knackig nach oben bis über 183 Dollar in etwa. Und jetzt braucht die Aktie nun mal etwas Luft wieder. Die Aktionäre müssen sich sammeln. Und dann wird es vermutlich, wenn sich an der Causa nichts ändert, wird es auch vermutlich für die Aktie weiter nach oben gehen. Und für die ganzen kleinen Nebenwerte aus China, die ja in den letzten Tagen teilweise wirklich hervorragend gelaufen wird, genau das gleiche Bild. Wenn Sie 20% in 5 Tagen, 6 Tagen machen, dann muss nun mal irgendwann eine Pause hin. Also, das wollen wir alles gar nicht zu hoch aufhängen. Jetzt hoffen wir erstmal, dass sich die Börsen da ein bisschen beruhigen und dass das nicht allzu schlimm wird heute. Und morgen früh sehen wir uns an gleicher Stelle wieder. Ihnen einen schönen Tag, gute Kurse. Tschüss.